Ja, das brennt richtig stark. Das Kabel, die Kabelentwicklung. Ne? Mich wundert es eigentlich, dass da noch mehr passiert. Wenn man in den Großstädten oder auch in den Städten sieht, wie das Kabel alles verlegt ist, das ist ja wahnsinnig. Hier sieht man die Leute eng, das scheint mir noch gut verlegt zu sein. Ne? Aber in den Städten, da muss man sehen, da ist ein Bierwagen. Ihr werdet sehen dann im weiteren Film, wenn die Feuerwehr kommt, das ist ja nicht ganz so einfach, das Feuer zu löschen. Die probieren auch dann mit dem Feuerwehr und dann müssen sie das Wasser nehmen. Das ist ja das Tödliche, weil Wasser ist ja ein extrem guter Stromleiter. Ne? Und dann seht ihr auch drüber auf der anderen Seite, ist auch noch einmal so ein kleiner Brand, der ist ja nicht so groß. Hier ist es ja richtig. Das brennt ja richtig stark. Ne? Ach Gott, da drüben brennt es an. Kabelbrand im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin ja nicht der Einzige, der jetzt noch Video macht. Da stehen sie überall, die Leute. Jetzt hat der Bremser an. Naja, da haben wir wieder ein paar elektrische Arbeit. Weil sie ja sonst keine haben. Kabelzieher überall. Wie ist denn das eigentlich? Da darf ich jetzt gar kein Wasser drauf. Gott sei Dank hat es ja heute Morgen geregnet. Durch der Rasen, nicht so aus. Da ist das Gras und das ganze Strüpp nicht so ausgetrocknet. Sonst steht es doch schon ohne mehr brennen.
Ortschaft, Feuerwehr doch. Aha, da guckt. Kein Wasser. Löschsaum. Das hat gar nichts gebraucht, ne? Jetzt kommt doch Wasser. Wasser und Strom ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Deshalb gibt er immer so abwechselnd Vorsicht und Peter bei Aldo ohne Strom. Man sieht, es ist aber bunt, ne? Also das ist jetzt, naja.